Wir zeichnen Gisela im Schlaf aus. Das will ich mir reinziehen. Rein in die Masse. Hallo! Hi! Hi! Hey. Hallo! D-King ist gerade so am Wichsen, Digga. Der ist so am Wichsen, ist der. Oh! Hallo, wir haben gerade 2.30 Uhr. Was ist denn? Chilliger Funfact. Wir haben 2:30 und wir nehmen jetzt noch ein Intro auf, weil wir jetzt das Schlafexperiment durchführen werden. Mach mal die Kamera scharf! Genau. Ach so. Entschuldigung, das war meine Schuld. Wir haben eine Hochsicherheitsüberwachungskamera bei Jan. Kann ich eigentlich auch mal scharf werden? Irgendwie, ich will. Nein, kannst du nicht bei dem Gesicht. Geht auch ein bisschen schärfer. Ich rufe schon richtige Paranoia vor. Vor allem haben wir gerade eben noch so einen richtig abstrakten Horrorfilm geguckt. Ja, wir haben Horrorfilme geguckt und die Kamera hat Nachtsicht und das sieht ein bisschen aus. Ja, ich kann es mal kurz zeigen. Das sieht zeigen. Aus wie bei Paranormal Activity. Ja, und wir kriegen die ganze Zeit so Warnmeldungen aufs Handy, dass es sich da irgendwas bewegt. So in etwa sieht das aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Nein, absolut nicht. Ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall, wir haben gar nicht erklärt, warum, was wir eigentlich machen und warum. Ja, ihr wolltet ja mal sehen, wie das ist, wie ich nachts schlafe. Das war doch der Grund, oder? Ja, wir wollten mal überwachen, ob Gisela irgendwie aktiv wird und ob da irgendwas passiert. Ja, ich bin auch gespannt, aber bis jetzt finde ich es eher unheimlich und das erinnert mich an Paranormal Activity. Stellt euch mal vor, Gisela steht einfach nachts auf und wichst auf Tims Gesicht. Und ich schlafe heute auch hier. Ja. So, also wir zeigen mal, wie das Ganze aussieht. Also das Schlafzimmer ist sehr verkabelt, wie man sieht. Hier ist das Bett, ganz normal. Und das ist die... Komplett normal, Digga. Komplett normal. Das ist kein... Also das ist kein Set für irgendeinen Film. Das ist komplett normal. Die Überwachungskamera. Das wird... Hat Jan ein Sonnenbrillensegal? Regal. Geht dann alles mit auf. Die zeichnet jede Bewegung mit auf. Und das ganze Video mit Ton kriegt man dann aufs Handy zugesendet. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und vielleicht finden wir ja noch andere Sachen raus. Vielleicht bin ich Schlafwandler. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in Jan und der Kamera weitergeht, dann bleibt jetzt dran. Lange lang für den Zapfuss. Oh nein, er triggert ihn. Okay. Ich schalte jetzt auf Nachtmodus rum und da sehen wir den Jan sitzen. Ja, so in etwa sieht das dann auf jeden Fall aus. Alter, das ist ja ein Bild, das ist ja ein Höllenbild, ist das ja. Das ist ja ein Bild für die Hölle, ist das. Junge, Digga, jeder Horrorfilm ist, shit. Was denkst du, da werden Sachen ans Licht kommen? Denkst du, das ist hier, wir leichten einen großen Teil zur Forschung? Hast du irgendwie... Ich glaube nicht, dass ihr irgendwas forscht. Ich glaube, ihr habt euch vorher aktiv einen reingesoffen und pennt jetzt einfach da im Bett. Ritual, bevor du schlafen gehst, machst du immer irgendwas Besonderes? Tabletten schlucken. Solange du nur Tabletten schluckst, ist ja... Stell dir mal vor, der kann nur schlafen, wenn er wichst und das muss er gleich onstream machen und Kim... Nee, wer ist der? Tim ist daneben. Das ist gut. Mich ein bisschen wie bei so Geisterjägern. Was für ein Geistjagen war denn? Die Gisela. So fühlt sich das also an, hier zu schlafen. Oh Gott, jetzt sei da. Was tust du da? Das war Instagram. Gute Nacht. Gute Nacht. Guna. Nachdem Jan und ich die Nacht bitte. Was ist da denn passiert? Wer ist das? Was ist da denn passiert gerade? Wie ist es denn dazu gekommen? Tim? Tim? Einfach der Sohn von Elton. Miteinander verbracht haben. Sitzen wir nur an die... Hat der eine Spark of Phoenix Mütze an? Nächsten Tag hier ruhig zusammen und werden uns mal anschauen, was halt so... Halt bitte die Fresse. Jetzt halt doch was endlich so dein Maul. Ey! Okay, ich bin mal gespannt, was uns erwartet, ob irgendwelche geheimnisvollen Dinge passiert sind und du mich irgendwie mitten in der Nacht irgendwie angestarrt hast oder so. Dann schauen wir mal. Du hast deinem Sohn die Beine abgebissen. Nein. Abgerissen. Ja. Nein. Doch. Das ist ein bisschen spooky irgendwie. Die Auflösung ist jetzt leider nicht die beste. Sind das mehrere einzelne Videos oder ist das alles? Das sind mehrere einzelne. Oh, guck mal, er kann gar nicht richtig schlafen und Tim sieht aus wie reingekiet, wie so ein, ja, mit Greenscreen. Videos. Erstmal frage ich mich, wie die ganze dieser Ton herkommt. Maulex. Ex. Hier fliegen auch die ganze Zeit so Dinger durchs Bild. Ich glaube, das ist Staub. Warte, mach nochmal zurück. Hast du es gerade auch gesehen? Ja. Warum hat sich das Kissen gerade bewegt? Mach nochmal zurück. Oh mein Gott, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ja, Digga, ist doch klar, dass das Kissen sich bewegt. Das bläht sich halt auf, oder? Hä, das ist doch logisch, oder?
Was? Ja, vielleicht weil das so ein Stoff ist, der sich so von selber dehnt. Oder weil halt irgendein Geist seinen Pimmel in das Kissen gesteckt hat. Sieht trotzdem ein bisschen gruselig. Nein, die sind nicht schwul. Also einer von den beiden ist es, ja. Das ist Jan und Tim nicht. Sieht aus, dass sich das Kissen von selber bewegt hat. Aber bis jetzt ja von dir noch nichts irgendwas Unnatürliches. Von mir jetzt auch nicht unbedingt, außer dass ich mir vielleicht in der Nase popel. Da finde ich das voll krass, da machst du einfach die Augen auf und dann drehst du dich einfach um. Du hast einfach geguckt. Echt? Warte, hat er wirklich? Guck, du hattest einfach die Augen auf. Warte. Vielleicht auch so ein bisschen. Es gibt. What the fuck? Ja, Leute, die ganze Zeit mit offenen Augen schlafen, ne? Gibt's nicht, oder? Also, du hast halt voll oft so Zuckungen beim Schlafen. Genau so. Ja, genau so. Du zuckst halt richtig auf und manchmal läufst du auch einfach. Guck, siehst du das? Weißt du, was ich meine? Ja, mit dem Kopf immer wieder. So kurz so. Okay, es ist doch eher lustig. Also ich sag schon mal so, ich habe ja irgendwie aus 7 Stunden Schlaf oder so ein paar Sachen rausgeschnitten, wo ein bisschen was passiert ist. Und im Rest ist nichts passiert? Nee, nicht wirklich. Oh, der hat gefurzt, der riecht's gerade bei Nacht. Guck mal, er riecht's einfach. Du bewegst dich die ganze Zeit. Max, vielen Dank für den Euro. Ein paar Bewegungen im Gesicht, bis jetzt nicht so viel passiert. Das mit dem Kissen war bis jetzt am krassesten. Wow. Tekoi, danke für deinen Sub-Kuss. Du zuckst halt immer, das habe ich halt aufgenommen. Das ist das Einzige, was mir so krass aufgefallen ist. Aber ansonsten schläfst du halt eigentlich relativ ruhig. Da hast du auch einfach deine Augen aufgemacht. Mhm. Und wie gruselig. Was klatscht da? Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist. Mach die Augen auf, guck mal, wie gruselig. Und dann guckst du auch so. Im gleichen Moment aber. Mach den Kack doch aus. Du bist dann wie so ein Klatschen. Danke, Lukas. Aber ich mach ja nichts, du ja auch nicht. Ich werde geweckt davon, um mit meinen inneren Dämonen zu kommunizieren. Das ist gruselig. Heute ist ganz schlimm. Das könnte doch so ein sein. Ja. Da habe ich einfach irgendwas gesagt. Mich umgedreht. SLY-Baro muss sein Einschaltungszeichen. Habe ich gerade ein bisschen gelächelt, ne? Ja, und da guckst du die ganze Zeit. Was? Oh mein Gott, wie gruselig. Als ob die. Guck dir mal, wie gruselig das ist. Nochmal von neu. Erstmal guckst du die ganze Zeit. Und ich lächle mitten in der Nacht. Das weiß ich nicht mehr. Oh, was ist denn da passiert, Digga? Aber bist du davon wach geworden? Ich glaube nicht. Alter, what the fuck? Ich will jetzt endlich dieses Video zu Ende gucken, ja! Ja, da habe ich noch rumgewischt. Fabian0797, Dankeschön für den Gifted Sub, danke! Da haust du mich einfach. Warum haust du mich? Er hat ihn nachts geboxt. Er hasst ihn einfach. Er hasst ihn. Nicht einfach. Warum haust du mich? Warum haust du mich? Warum hast du mich gehauen? Die teilen ihr Geld mit der Community. Schlafen abhalten. Würdest du die Frage mit Ja beantworten, wenn ich dich fragen würde, kannst du mit Tourette schlafen? Ja, kann ich. Ja, obviously kann er mit Tourette schlafen. Wenn er mit Tourette nicht hätte schlafen können, dann wäre er jetzt tot. Danke für den Halbschein auf Level 4. Ach nee, mit welchem Penner bin ich dann wieder in die Kiste gehüpft? Hast du schon öfter gehabt, das Gefühl? So erniedrigend wie bei dir noch nie. Aber schon annähernd. Ich find's crazy, dass ich uns beide nicht pupsen gehört habe, so die ganzen Aufnahmen. Dafür habe ich Fratzen gezogen. Stimmt. Hä, warum ist es da noch hell? Warum ist es wieder hell? Wann ist es hell morgens? Ja, das mit dem Arm auch wieder. Er träumt, oder? Aber er hat ja nachts keine Ticks scheinbar, ne? Was hast du denn bis jetzt für ein Fazit? Was sagst Risa Khalifa, danke schön, Risa Khalifa. Aktiv auch im Schlaf. Aber nicht so aktiv, dass du nicht schlafen könntest, ne? Nee, ich kann relativ gut schlafen. Denkst du dann, dass das damit zusammenliegt, dass du eher einen tiefen Schlaf hast? Ich also, weiß gar nicht, ob der so tief ist. Risa Khalifa, danke schön. Guck mal, du machst ja teilweise schon richtige Faxen da. Digga, du machst Faxen. Wenn du dir das mal so anguckst.
Wir sind gleich durch. Wir haben es gleich geschafft. Rein in die Masse. Da nochmal Prime hinterher. Warum hasst er den nachts? Warum? Vor allem liegt da auf einmal mein Handy. Stimmt. Ist gespawnt. Stimmt. Also man muss sagen, die krassesten Sachen, die eigentlich nur passiert sind, ist, dass du mich einmal gehauen hast und einmal, wo du die Grimassen... Ich find's so funny, dass er ihn nachts einfach schlägt. Ich find das so wild. ...gezogen hast. Oh, er hat nachts getickt! Oder Schluck auf? Ah. Das ist echt ein bisschen komisch. Aber naja, man kann... Er hat uns hops genommen. Nach dem Stream wird sich lustig gemacht. Ich kann dazu sagen, trotzdem, du kannst du im Schlaf schlafen. Interessant auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, um echt zu sein, auch nichts besonders anderes erwartet. Wann kommt das Schlafexperiment auf jeden Fall. Ich habe bisher ja, Thomas, danke schön. Aber die filmen das halt eher, um zu sehen, falls jemand einen Anfall bekommt. Nicht um zu sehen, was man im Schlaf macht. Halt esse, denn man bekommt einen Anfall. So, was ja auch für viele Fragen ist, ja immer die Frage, ob so im Schlaf so, ob das krassen Impact auf deine, also krassen Einfluss auf deine Ticks hat, so. Finde ich jetzt nicht. Also wenn du wenig oder mehr geschlafen hast. Also wenn man bedenkt, das, was ihr jetzt im Video gesehen habt, das ist das aus kompletten 7 Stunden. Das ist also wirklich unerheblich. Das ist nicht viel, ne? Nee. Wenn du mehr geschlafen hast, hast du dann mehr Ticks, als wenn du wenig geschlafen hast? Das weiß ich nicht. Muss ich überlegen. Wenn du denk mal, wenn er müde ist schon, oder? Bist. Ja doch, eigentlich hast du dann weniger Ticks. Ja, das stimmt. Dann, Leute, was hast du mit diesem kleinen Schlafexperiment? Ich habe aus dem Video nichts mitgenommen. Ich habe alles vergessen, was passiert ist.